kleinen Wölfen. Wir sind immer noch in Schweden unterwegs. Gerade trainiere ich wieder die Hunde. Und ja, die Hunde hier extrem gut jetzt, um sich so langsam für den Winter vorzubereiten. Ja, die Tage hat sich jetzt noch mal richtig abgekühlt, also es wird jetzt hier deutlich, deutlich frischer. Wir haben heute 6. August und ja, die Tage davor war es eigentlich sehr warm und es hat so ein bisschen Wetter umgegeben. Es ist doch jetzt sehr, sehr frisch, ein bisschen windig. Also für die Hunde wird es immer besser und tolle Sache für die Hunde, genau. Ja, die Hunde kommen hier sehr gut ins Laufen zum Beispiel, also besser als jetzt gedacht. Wir haben jetzt noch ein bisschen umspannen müssen, die Positionen. Zweiläufige Hundbündel laufen momentan mit. Genau, und da macht es ein bisschen herausfordernder. Uni, Gonzo, rechts. Rechts, schön langsam. Okay, sehr schön. Okay, sehr schön. Okay, prima. Okay, jetzt haben Sie die Kurve. Sehr gut gemacht. Okay, weiter. Genau. Und ja, jetzt sind wir hier auf unserem Stopp. Ganz am Muss. Sind wir hier auf unserem normalen Routinetraining. Haben hier jetzt so eine Strecke, da können wir so, ja, so 17, 18 Kilometer laufen. Ist hier gar nicht so einfach, weil die Trails, die es hier gibt, die sind tatsächlich alle für den Winter bei Schnee ausgelegt. Weil die dann über die zugefrorenen Seen und Flüsse führen. Deswegen sind wir hier tatsächlich jetzt ein bisschen begrenzt. Wir wollen jetzt dann auch über die Hauptstraße rüber, aber das ist jetzt für die Hunde hier ganz gut zum Trainieren. Ja, also wir können jetzt hier 16, 18 Kilometer trainieren in einem relativ gemütlichen Tempo. Das heißt, die Hunde würden gern lieber viel schneller laufen, aber ich bremse wirklich kontrolliert runter, dass sie einfach langsam lernen und auch wieder sofort lernen, jetzt so wie jetzt ruhig stehen zu bleiben. Genau, ich tue gerade mal schnell die Kamera um. Genau, also ich kurze Break mache, der Gonzo musste mal. Und jetzt sind sie hier wieder schön ruhig am Stehen und warten, bis es weitergeht. Okay, Gonzo Muni, hey. Vor, ich habe noch nicht weiter gesagt. So, okay. Jetzt die Bremse noch gedrückt. Ich lasse die Bremse jetzt los. Okay, Gonzo, und go. Okay, und go. So, und erst jetzt dürfen sie loslaufen. Ja, auch das muss jetzt wieder ein bisschen trainiert werden. Erst beim Startkommando, dass sie anhalten. Ja. Vorne läuft jetzt ein Leithundpärchen, beiden Geschwister Muni und Gonzo, weil die Ilvi ist läufig, stopp. Jetzt muss der Wulfi, ne, wir müssen jetzt hier weiter. Hey, was ist denn da los jetzt? Kommt weiter, weiter, okay. Und go, und go. Und go, Gonzo, okay. Und go. Und go. Und go. Ich muss ein bisschen korrigieren. Wie gesagt, die Muni wird langsam läufig. Er läuft neben. Stopp! Jetzt vorne der Gonzo, der. Gonzo! Spinnt jetzt hier ein bisschen rum, weil er neben seiner Schwester läuft und meint, er muss die da irgendwie beschützen oder was auch immer der sich jetzt hier gerade denkt. Okay, und weiter. Okay, und go. Und go. Und go. Okay, und stopp. 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 Also das scheint hier vorne gerade mit denen nicht zu laufen. Deswegen werde ich jetzt hier umspannen, die Leithunde, also die beiden Geschwisterchen. Vorne klappt nicht ganz, liegt nicht an den beiden Geschwistern direkt, sondern der Gonzo versucht jetzt hier, also vorne links der Gonzo, er versucht jetzt permanent so ein bisschen die Muni in Schutz zu nehmen oder was er auch da gerade macht. Und dann wird er sehr, sehr langsam und der Gandalf läuft auf und dann verheddert sich der Gandalf immer in dieser Zugleine hier vom Gonzo. Ja, und dann bremst das ganze Gespann und die Hunde sind jetzt alert, aber sowas kann dann immer ganz schön eskalieren, wenn ein Hund sich verheddert,
gerät in Panik, der andere denkt, was ist los, der Gonzo geht nach hinten und dann kann sowas ruckzuck mal schnell in einer kleinen Klopferei enden. Deswegen werde ich jetzt Gonzo und tauschen mit dem Gandalf, der hier liegt, sodass der Gandalf und die Muni, das sind eigentlich auch das eingespielte Leithundpärchen, dass ich die vorne laufen lasse. So, also habt ihr mal gesehen, wie die Hunde kurz während dem Training auch mal umgespannt werden. Auch das jetzt ganz normal im Aufbautraining, Vorbereitungstraining, dass ich jetzt einfach mal ein bisschen schaue, welche Hunde laufen gut. Auch, dass ich ein bisschen umstellen kann, wenn jetzt eine oder zwei Hündinnen läufig sind. Und da habt ihr jetzt auch gesehen, ja, dass wichtig ist, dass das Gespann relativ ruhig bleibt, dass ich sowas auch relativ ja, stressfrei machen kann. Machen sie jetzt schon ganz gut, ja. Was auch gesehen habe, den Gonzo erst nach hinten zu der Ilvi, ja, weil die Ilvi läufig gerade ist, also noch nicht in ihrer Hitzephase, aber natürlich, das ist jetzt für die Rüden schon herausfordernd, ja. Er konnte es nicht lassen und hat sich gedreht und ist zur Ilvi hin, ja. Also noch ein paar Tage kann ich sie mitnehmen, ist gespannt und dann muss ich sie ja, aus dem Gespann für ein paar Tage rausnehmen, bis das alles wieder vorbei ist. Weil sonst ist es unmöglich, mit den Rüden zu fahren. Ja, sonst das endet nur im Chaos. Deswegen dann ein 8er Gespann wahrscheinlich dann so vielleicht die nächsten Tage dann mal. Mal gucken. Okay, wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter. Wir sehen es gleich nochmal auf der Strecke. Wir haben jetzt hier gleich, muss ich mal auf die Uhr schauen. Oh ja, es ist schon nach 10, ja, und es ist noch schön hell. Das ist natürlich sehr gut hier im Sommer in Nordschweden, in Lappland. Und ja, jetzt werden wir noch ein bisschen weiter trainieren. Ja. Also so, dass die Hunde relativ langsam laufen, viele Pausen, Trinkpausen nachher. Einfach wieder dran gewöhnen, länger unterwegs zu sein. Okay, bis dann, ciao. So, also vorne Leithunde, kurz eine Position ausgetauscht. Und ihr seht, zack, es läuft schon wieder viel, viel runter. Ja. Genau, da muss man jetzt einfach gucken und ja, es ist so, der Gandalf vorne und die Moni, die sind schon ein gespieltes Leithundeteam in zweiter Reihe auf Swing-Position, den ich jetzt getauscht habe, Gonzo, rechts daneben der Neo, die sind mittlerweile auch ein ganz gutes Leithundeteam, aber heute lasse ich jetzt mal wieder Gonzo, dann Gandalf und die Moni vorne laufen. Er hat jetzt auch ruhig mal das Geschwisterchen-Kombo, aber klappt leider nicht so gut. Ja. Genau, und schon läuft alles wieder relativ zügig, ja, die Hunde haben gleich richtig Tempo aufgenommen, die Leine spannt, das ist unheimlich wichtig, dass die Leine immer Spannung hat, weil sobald die Leine mal locker wird, ist es nur eine Frage von ein paar Sekunden, bis das Gespann stehen bleibt, deswegen ist es unheimlich wichtig, die Leine immer schön auf Spannung zu halten, danach zu gucken, ja. Und ja, damit ich, dass ich auch keinen Fahrfehler mache. Ja, wenn ich manchmal Fahrfehler mache und die Leine staucht, dann bleibt das Gespann in der Regel sehr, sehr oft schon stehen. So, jetzt geht es den Berg hoch. Da lassen wir es jetzt schön hochziehen. Okay, und go. Okay, okay, und go. Ich steige nicht ab. Ja, es ist noch nicht so steil. Ich würde sagen, so 10%. Das könnte ich zum 10 jetzt hier hochziehen. Ja, das ist jetzt ein bisschen Krafttraining. Wir sind nicht schnell unterwegs, aber wir bauen uns einfach ein bisschen Kraft auf, ja, dass wir einfach auch diese Kraft haben, um dann ja, bergige Strecken da auch
problemlos zu laufen. Okay, und go. Komm. Jip. Okay, und go. Okay. Die gucken schon da hinten. Ja, das ist auch dieser Blick. Die schauen gerade, ist er abgestiegen, aber diesmal steige ich nicht ab und sage, das packt ihr. Ja, es gibt Situationen, wo es wirklich steil wird und dann wird es wirklich anstrengend und dann kommen die Blicke von der Leithunde nach hinten und dann gucken die, ob ich auch wirklich abgestiegen bin. Und wenn ich nicht abgestiegen bin, dann bleiben die auch stehen. Auch so trainieren wir, ja, dass die Hunde mir signalisieren, hey, bitte, steig ab. Aber das war jetzt kein steiler Berg, wo ich sage, nee, ihr seid zu zehn. Da könnt ihr jetzt mich ruhig hochziehen, ein bisschen Krafttraining machen. Okay, sie laufen schön. Genau, wir posten wieder das Tempo. Die ersten sind jetzt wieder ganz hier vorne. Das Norre links, der Weiße, der Meller rechts laufen schön im Trab. Ja, ein gemütliches Tempo. Gerade, hey, rechts ran, rechts lauf, Muni. Okay, gut. Ja, wollen sie nach links? Nein, wir nehmen weiter. Ja, nehmen wir jetzt einen schönen Weg, viel schöner für die Hundepfoten, ein bisschen Wiese und ja, der Stiegweg, den kennen wir, der endet hier, da muss ich gucken, langsam, Uni, okay, so, jetzt bremse ich hier wieder runter, auf ungefähr 13 km/h. Also ich lasse wirklich bewusst sehr, sehr, sehr langsam laufen. Das nervt die Leithunde total, wenn die schneller laufen wollen. Aber das ist wirklich ein gutes Training, die Hunde wirklich gezielt langsamer laufen zu lassen. Okay. Gut. Okay. Stopp. Und jetzt machen wir eine kurze Pause wieder. Auch das. Wieder einfach jetzt zwischendrin mal Pause, es gibt jetzt keinen Grund, aber einfach. Die Hunde waren gerade voll in Fahrt, ja, die werden jetzt richtig geflitzt und jetzt bremse ich sie runter, ja. Das macht jetzt vielleicht keinen Sinn, aber das ist absolut Training wieder, dass die Hunde sofort, wenn ich sage Stopp, wieder ins Ruhen kommen, warten kurz, ja, dass es weitergeht, ja. Also das ist immer, was ich immer wieder wirklich auch einbaue, ja. Ja, die Hunde haben sie jetzt langsam eingelaufen und ja, jetzt lasse ich sie noch ein bisschen flitzen, machen wir eine kurze Pause und dann haben wir die Hälfte an der Wendestelle und dann geht es wieder zurück. Ja, hier kommt wieder, immer wieder kommt ab und zu so richtiger Schotterpassage von knapp immer so 50 Meter, 100 Meter. Ja, das ist natürlich für die Hundepfoten nicht sehr angenehm. Deswegen mein Wulfi vorne, der Flüschi, der so hoppelt, den habe ich schon Bufis angezogen, weil er hat super empfindliche Pfoten und dann ist es eben auch besser. Die anderen kommen damit ganz gut zurecht, aber natürlich ab 10, dann wird natürlich ein bisschen langsamer drüber gelaufen. Gemacht, weil ich euch schnell was zeigen will, was hier relativ häufig in den Wäldern von Schweden anzutreffen ist, sind solche Grillhütten. Ich zeige es euch gleich. Super praktisch, ja, sind so kleine Hütten, sieht aus wie so eine Saunahütte und da kann man reingehen, drin Feuer machen und grillen oder sich wärmen, gerade im Winter, wenn es hier eisig kalt ist, denke ich mal, dann kann man hier ja, sich da gemütlich machen. Ich schwenke schnell die Kamera, dann zeige ich es euch, aussieht. So, genau da seht ihr es, ja, wie so ein kleines Häuschen und die sind auch jetzt nicht verschlossen. Ich laufe mal schnell vor und leuchte mal schnell mit der Kamera rein, während die Hunde hier ruhig stehen. Ja, also wir schauen schon, was machen die Hunde. Ihr seht, die Hunde warten hier, ja, was macht er jetzt? Das ist jetzt ein bisschen Vertrauen, ja, dass die Hunde hier auch ruhig stehen bleiben. So, dann mache ich mal auf. Niemand da. Und dann seht ihr mal, wie so eine Grillhütte aussieht, ja. Also da hat man einen schönen, super schönen Grill. Ja, ein bisschen Müll liegt hier rum, muss jetzt nicht sein. Ja,
eigentlich super tolle Sache. Und dann kann man hier drin schön Feuer machen, ja, und dann grillen. So, haben jetzt ungefähr die Hälfte erreicht zur Wendestrecke und werden jetzt kurze Pause machen, ein paar Minuten, ja, also ich habe 10 Minuten, Viertelstunde, und wir kommen jetzt was zu trinken und ja, dann geht's heim. Dann war es das fürs heutige Training. Ja, ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen, uns mal wieder zu sehen auf dem Training hier jetzt in Schwedisch Lappland. Ja, super schön hier. Ja, es ist jetzt sehr, sehr frisch geworden. Ich werde jetzt gleich meine Handschuhe auspacken, weil es jetzt doch auch sehr windig langsam wird. Ja, und für die Hunde ist es natürlich super gut, wenn es so kühl jetzt ist. Die laufen hier jetzt langsam dann sich warm und dann sind sie fit für den Herbst und dann geht es ins Wintertraining. Ja, freuen wir uns schon drauf, ja. Und dass wir tatsächlich jetzt ein bisschen dem heißen Sommer hier in Deutschland entkommen konnten und hier jetzt im kühlen Norden schon ganz gut des Anfang August jetzt ins Training einsteigen konnten. Genau. Also, wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer, wir freuen uns, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gibt. Ganz besonders, wenn ihr uns einfach einen Kommentar, irgendwas Nettes hinterlasst, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, oder auch wenn es euch nicht gefallen hat, oder überlasst einen Kommentar, einfach, dass wir Ranking immer bei YouTube ein bisschen besser gefunden werden. Und ja, natürlich auch für meine Motivation, auch immer diese Filme dann zusammenzuschneiden. Mir macht das super viel Spaß, aber es ist natürlich auch immer ein bisschen Aufwand. Und ich lasse euch da gern mit teilhaben an die kleinen Abenteuer, die wir haben. Und ja, hier jetzt noch in Schweden und dann natürlich wieder Training, wenn wir zu Hause sind. Genau. Okay, also dann wünschen wir euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Mario und die kleinen Wölfe.